1,5 Jahre, so lange ist Christian Parthol nun Bürgermeister von Ansfelden. Davor ist er über 30 Jahre als Kommunikationstechniker bei einer lokalen Firma beschäftigt gewesen. Damals wie heute hat sich der Ansfeldner in diversen Sportvereinen engagiert. Der Kontakt mit Menschen, der hat mir immer schon Spaß gemacht, der gefällt mir. Da ist auch, wenn es das eine oder andere Problem gibt, war immer jemand, der versucht hat, diese Probleme auch zu lösen. Und das ist mir fast immer gelungen, zu guter Letzt. Ja. Und in die Politik bin ich eigentlich ja, als wirklich reiner Quereinsteiger gekommen, auch über den Sport. Weil mir damals einfach ein paar Sachen nicht gefallen haben und mir zu wenig getan worden ist. Und dann ist wer auf mich zugekommen und hat gesagt, du, wenn da zu wenig gemacht wird, dann machst du das selber. 2003 hat Christian Parthol also eine Funktion im Gemeinderat übernommen. Der Wunsch, maßgeblich etwas verändern zu wollen, ließ ihn schließlich im Jahr 2021 den Job kündigen und bei der Bürgermeisterwahl antreten. Man will etwas weiterbringen, man will Veränderungen, ich glaube, das wollte die Bevölkerung auch. Und ich kann nur eins sagen, ich bin sehr, sehr gerne Bürgermeister. Es gibt keinen Tag, wo ich mich frage, ob ich es mache oder ob ich es nicht mache. Ja. Aber es gibt natürlich auch bei mir Themen und Probleme, die man aber angeht. So etwa auch seine bisher größte Belastungsprobe. Nach einer Tiefenbohrung Ende Juni im Stadtteil Freiendorf ist Gas ausgetreten, worauf es zu einer heftigen Explosion gekommen ist. Insgesamt 65 Häuser mussten evakuiert und rund 150 Bewohner in Ersatzquartieren untergebracht werden. Gemeinsam mit dem Katastrophenstab, mit den Einsatzkräften, ist man natürlich im Austausch und auch diese Entscheidungen, die man dann als Bürgermeister treffen muss und auch trifft, ja, sind natürlich auch im Hintergrund ganz, ganz gut abgesprochen. Für mich war es ganz wichtig, dass ich immer unten war, immer bei den Leuten war. Ich bin dann teilweise mit den Leuten ins Haus gegangen, wir haben die Sicherungen wieder aktiviert, wir haben geschaut, dass alles geht. Da muss man einfach dabei sein, da muss man Ansprechperson sein, da muss man einmal Kümmerkasten sein und da muss man einmal sein, wo man der was abbekommt von den Leuten, die in einer Ausnahmesituation sind. Trotz aller Herausforderungen gebe ihm der Job als Bürgermeister jede Menge Energie. Natürlich, eins ist auch ganz wichtig, meine Familie, meine drei Kinder, meine Frau, mein Papa, meine Tante, Schwiegereltern. Das ist für mich ein ganz, ganz großer Faktor an Energie. Ist er einmal nicht im Dienst der Stadt, unternimmt der 50-Jährige leidenschaftlich gerne eine Ausfahrt mit der Vespa. Ausgedehnte Wanderungen oder Spaziergänge in der Natur zählen ebenso zu seinen Hobbys. Mein absoluter Lieblingsplatz in Ansfelden ist oben rund um den Sendeturm. Der Sendeturm ist natürlich jetzt ein ganz markantes Zeichen in unserem neuen Logo. Den Sendeturm sieht man ja vom ganzen Bezirk Linzland bis ins Mühlviertel. Der Ansfeldner Sendeturm ist ein ganz markantes Zeichen. Stichwort neues Logo. Seit dem Vorjahr hat man in der Stadtgemeinde an einem neuen Markenauftritt getüftelt. Ansfelden ist immer geprägt aus verschiedensten Ortsteilen, die ja teilweise durch die Autobahn und die Krems ja, über Jahrzehnte hinweg geteilt worden sind. Und eines dieser großen Ziele für mich war immer, ich will eine Gemeinschaft erzielen. Wir sind eine Gemeinschaft, wir gehören zusammen. Unter dem Motto Wir sind eins soll daher laut Christian Parthol die Gemeinschaft von nun an verstärkt in den Vordergrund rücken.